Leute, willkommen zurück hier im Familie Erstes Gott Let's Play mit Robin Linde. Und das ist ja schon eine ganze Weile her. Ich habe mal geschaut, das ist über 4 Monate her, dass wir das letzte Mal hier mit Robin gespielt haben. Ja, aber wir machen heute auf jeden Fall mal weiter. Es will gerade niemand ins Badezimmer, oder? Okay, gut, dann kannst du gerade mal gehen. Und dann kannst du auch mal duschen gehen. Ach ja, und ich habe mir halt auch so überlegt, so, ich weiß gar nicht wieso, weil wir haben eigentlich so viele Dinge, die wir machen könnten. Ich dachte immer irgendwie, ich wüsste gar nicht, was ich mit ihr tun kann. Aber nee, eigentlich, es gibt so viele coole Dinge, die wir machen können. Vor allem heute ist Liebestag. Den Tag werden wir auf jeden Fall sehr, sehr gut verbringen. Wir haben natürlich auch noch unsere ganzen Uni-Aufgaben zu machen. Wir studieren ja hier gerade Kommunikation im zweiten Trimester? Ja, ich glaube, im ersten Trimester hatten wir ja unsere 4 Punkte. Und jetzt im zweiten Trimester, nicht zweiten Trimester, im zweiten Semester machen wir nur 3. Das heißt, wir werden vielleicht so 4 Semester lang studieren. Und ja, es gibt noch so viele Dinge zu tun, die wir heute machen können. Oder die wir generell mit ihr machen können. Deswegen, ne, so, fangen wir auf jeden Fall mal an. Was haben wir denn noch im Kühlschrank? Ah, wir haben noch genug Omelette im Kühlschrank. Ja, dann hol dir was. Guck mal, hier unsere Mitbewohnerin Elena ist hier fleißig im Hausaufgaben machen. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr gut. Ja. Und halt dadurch, dass es Monate her ist, fühlt es sich auch ewig her an, dass wir uns von Marina getrennt haben. Aber ich glaube, so ewig lang ist das auch noch nicht her. Aber trotzdem würde ich mal sagen, dass wir vielleicht heute so am Liebestag schon in Stimmung sind, mal wieder zu flirten. Ich glaube nicht, dass wir schon so weit sind. Oh, ich habe gehört, dass du dich mit Bronson angefreundet hast. Das ist ziemlich cool. Ja, ich denke mal, mit Marina werden wir auch weiterhin befreundet sein. tolle Bug. Ich denke mal nicht, dass wir direkt schon wieder bereit sind für eine neue Beziehung. Also ich glaube nicht, dass wir das irgendwie heute erreichen werden. Aber ich glaube, heute ist ein guter Tag, um mal wieder ein bisschen zu flirten, um mal wieder ein paar Sims kennenzulernen und einfach so ein bisschen die Liebestagsstimmung auch zu verbreiten und zu genießen, oder? Ich denke mal, das ist ganz gut. Und wir haben halt noch einige Sachen für die Uni zu tun. Wir müssen halt unsere Hausaufgaben machen, die beiden für Montag. Und wir müssten auch an unsere Abschlussarbeit schreiben. Ah, das können wir morgen machen. Wisst ihr, ganz ehrlich, morgen ist Hausputztag oder Frühjahrsputztag. Da werden wir ein bisschen sauber machen. Wir werden unsere Arbeit erledigen. Heute erstmal das Vergnügen und morgen dann die Arbeit. Voldemar Snake ist hier. Okay. Und wir haben uns interessanterweise auch irgendwie, also wir kennen gar nicht mehr alle Sims, die hier sind. Die sind aber auch gerade nicht da. Na, sehr gut. Na, sehr, sehr schön. Oh, ich hätte jetzt eigentlich gehofft, dass wir uns mit den. Ah ja, guck mal hier, mit Kiki zum Beispiel. Und hier können wir uns auf jeden Fall mal wieder fröhlich vorstellen, dass wir sie wieder kennen. Oh, Tortilla hat sie hingestellt. Nice. Aber ja, können wir mal Kiki wieder Hi sagen? Können wir sie nochmal kennenlernen? Das finde ich nämlich eigentlich ganz cool. Ein Ring in der Tasche von Willi. Puh. Das ist ja tatsächlich unser Onkel. Onkel Philipp, der jüngste Sohn von Leona. Oh. Und ich glaube, die sind noch nicht mal zusammengezogen. Das solltest du selbst entscheiden. Ja, ich weiß, ich finde, einen Antrag oder sich zu verloben ist ein bisschen zu früh für das Paar. Aber ich will das jetzt nicht entscheiden. Sie studiert Computerwissenschaft. Cool, wir machen mal Komplimente über ihr Outfit. Das ist nämlich ein Trend-Outfit von Annabelle. Das hat Annabelle gestaltet. Also im Prinzip ich. Aber es sieht natürlich schon ganz gut aus. Ich meine, es steht ihr auch richtig gut, finde ich. Sie mag kein Kochen, okay. Ich weiß auch gar nicht, ob ich meinen Sims hier schon Vorlieben gegeben hatte oder nicht. Nein, hatte ich noch nicht. Okay. Das kann ich vielleicht mal machen. Mache ich vielleicht mal nach der Folge. So, haben wir hier einen Fernseher? Ja. Hey, vielleicht da währenddessen noch eine Romanze ansehen? Während wir hier schon gerade Liebestag haben, ist das doch eigentlich vielleicht die perfekte Gelegenheit,
das noch anzuschauen währenddessen. Genau. Und vielleicht mal die Musik ausschalten dabei. Muss ja jetzt gerade nicht sein. Schaust du mit? Nee, du gehst raus. Okay. Naja. Aber wir schon so ein bisschen eine Romanze. Oh, ist das Grey's Anatomy? Ist ein bisschen schon. Was willst du hier? Öffentlich-städtischen Sender. Oh. Ah, von Naturschwärmen können wir nochmal. Und hier ein Geschenk geben. Oh, das können wir auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Wollen wir mit Kiona vielleicht mal über den Liebestag reden? Ich meine, wie sieht's denn bei dir so aus mit der Liebe? Wir wollen alle heute einfach verkuppeln. Liebestagsstimmung. Oh Gott, der wollte schon wieder gehen. Von der neuen Show schwärmen, von der, die wir gerade geschaut haben vielleicht. Kompliment machen. So. Wer bist du? Du wohnst hier aber nicht. Haushaltshilfe! Oh, wir haben eine Haushaltshilfe angestellt. Das war sehr klug von mir. Hier ist immer totales Chaos. Richtig schlimm in diesem Haus. Oh, findet denn hier irgendwas statt heute? Ja, tatsächlich. Das Foxberry-Treffen. Ja, dann sollten wir mal hier hingehen, oder? Lass uns mal hier hingehen. Vielleicht mal hier plaudern. Dann können wir ja auch mal ein paar Leute kennenlernen. Mira Marx. Okay. Jamal. Interessant. Wenn hier schon mal was abgeht, können wir ruhig auch mit hierher gehen. Können wir nicht ein bisschen Tischtennis spielen? Ich bin für Tischtennis spielen. Oh, sie fährt Fahrrad. Nice. Hihi. Wenn schon, denn schon, oder? Kiki ist auch mit hierher gekommen. Seid ihr noch da? Ja. Okay, magst du Saftpong mitspielen? Gerade nicht. Gerade nicht. Robin, was machst du? Du bist doch jetzt da. Du musst da nicht mehr drauf sitzen. Okay. Ich werde mal, glaube ich, gerade Lars zurücksetzen. Und dann können wir gerne Saftpong spielen. Mit Kiki gegen Lars und Jamal. Los geht's. Kommt Kiki noch? Ja, Kiki ist hier. Ich möchte mich mit Kiki anfreunden. Ich mag sie. Ich finde sie cool. Ich glaube, ich finde sie auch in ihrem normalen Outfit cool, aber halt, ich keine Ahnung, sie sieht super stylisch aus gerade. Ich bin Fan. Ja, lasst uns heute einfach mal ein bisschen entspannen, ein bisschen Liebestag feiern. Das finde ich gut. Ein bisschen Saftpong spielen hier. Warum nicht? Der ist dir aus der Hand hinten runtergefallen. Jamal, das lief nicht besonders gut. Das lief echt nicht besonders gut. Oh, dann könnten wir vielleicht auch noch hier ein bisschen Musik zuhören, ein bisschen tanzen. Ja, ja. Das wäre vielleicht auch noch gut. Hier, lass mal zuhören, ein bisschen tanzen. Das hier dauert ein bisschen sehr lang. Ja. Kiki kommt auch her. Der Markt hat gone. Das Schneeskulpturenfestival ist so viel gleichzeitig. Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass heute auch noch das Romantikfestival stattfinden wird. Und das passt natürlich sehr viel besser zum Liebestag. Da werden wir auf jeden Fall hingehen. Da werden wir sowas von hingehen. Ich frage sie mal, ob sie Single ist. Robin, ist das Mitglied der Foxberry Teamgeister? Was? Aber wir sind doch bei den Bot-Gelehrten. Warum sind wir denn einfach so bei den Teamgeistern dazugekommen? Hä? Ich habe das nicht vorgeschlagen. Aber okay. Hallo? Können wir vielleicht mal mit Kiki reden? Ich werde sie mal zurücksetzen. Sag mal, lässt du vielleicht mal mit dir reden? Ja, Liebestag-Konfetti würde ich auch schmeißen. Aber sie wollte ja nicht. Lieblingsfarbe fragen. Single, alles klar. Naturschwärm. Wir wollen keinen Job, danke. Können wir ihr ein Liebestaggeschenk geben?
Weil wir wollen ja, eine Chrysantheme. Dann haben wir direkt auch eine Blume geschenkt. Und wir haben uns hier, wir haben dieses Geschenkgeben erfüllt. Das wäre doch super. Ich mag die Farbe schwarz nicht. Oh, dafür trägst du aber verhältnismäßig viel schwarz. Das ist natürlich ein bisschen ungünstig. Jetzt schwören wir gerade bei der Natur. Das wünschen wir uns ja auch. Sehr gut. Oh. Oh, das ist süß. Und schon haben wir einen erfüllten Liebestag. Oh. Oh, ist sie nicht so gut drauf gerade? Ich glaube, sie ist gerade. Oh, sie wollte die Blume gar nicht. Okay, dann werden wir vielleicht doch nicht mit ihr flirten. Das war so ein bisschen mein Wunsch, dass wir vielleicht. Naja, tanzen wir mal ein bisschen. Vielleicht können wir sie zum Tanzen einladen. Genau, Romantikfestival findet statt. Und wir können sie auch nicht zum Tanzen einladen. Fühlt sich zu unwohl, okay. Jetzt müssten wir theoretisch nur noch auf ein Date gehen, aber muss auch nicht unbedingt sein. Nee, ich würde sagen, wir gehen jetzt schon aufs Romantikfestival. Ich könnte natürlich warten, bis mich jemand dann einlädt, aber nein, komm. Wir gehen einfach zum Romantikfestival hin. Ich würde auch gerne selber reisen. Denn ich habe auch ein cooles Grundstück platziert. Ich hatte ja selber schon eine Spielhalle hier gebaut, aber so toll sah die jetzt auch nicht aus. Ich habe hier auf jeden Fall ein neues Game Center platziert. Und mal schauen, wen nehmen wir denn mit? Wir nehmen mit. Vielleicht gucke ich mal bei allen. Ich würde jetzt nicht unbedingt. Unendlich viele Leute. Aber ich würde sagen, Kiona kann mal mitkommen. Kiyoshi, Elena, Bronson, Pierce, Kiki würde ich halt echt gerne mitnehmen. Ich mag Kiki. Kiki würde ich gerne mitnehmen. Und Jules. Wie habe ich das Gefühl? Irgendwie fehlen mir noch Leute. Vielleicht noch Lay. Ah, okay, Lay kann ich gar nicht mitnehmen. Nein, aber das passt mir. Und dann finden wir ja vielleicht. Vielleicht treffen wir da ja noch ein paar neue Leute, die wir kennenlernen können. Das wäre natürlich noch besser. Und die Idee ist halt einfach, dass wir da ein bisschen das Romantikfestival, den Liebestag feiern. So ein bisschen unter Freunden. Die Liebestagsstimmung verbreiten. Weil Liebestag heißt ja nicht nur romantische Liebe. Liebestag schließt ja alle Formen von Liebe ein. Freundschaftliche Liebe, geschwisterliche Liebe, familiäre Liebe. Alles. Alles, was es gibt an Liebe. Tierliebe. Ja. Auch wenn das jetzt bei unseren Aufgaben für den Feiertag nicht drin ist, aber so. Für mich ist ein Liebestag ein Tag von allen Formen von Liebe. So. Okay. Wo sind denn die? Müssten hier nicht die Stände stehen mit den Getränken? Haben die sich nicht mit aufgebaut? Oh, ist ein bisschen enttäuschend jetzt. Die stehen doch eigentlich immer hier. Okay, wir sind schon da. Lieber, du kannst auch gerne mitkommen. Gar kein Ding. So, vielleicht können wir dann an die Bar. Niemand geht an die. Niemand ist an der Bar, okay. Warum will niemand an der Bar arbeiten? Das enttäuscht mich jetzt gerade alles ein kleines bisschen hier. Dass hier niemand wirklich am Arbeiten ist, wir nichts irgendwie trinken können. Sie wirkt, als wäre ihr ein bisschen sehr kalt. Ja, Kayla, ich weiß ja nicht. Du hast schon Winterkleidung an. Ja, dann kann ich dir auch nicht helfen. Dann kann ich dir auch nicht mehr weiterhelfen. Ja, Tee trinken. Danke. So viel dazu. So viel zum Tee trinken. Dann lass uns mal zusammen tanzen, wenigstens. Haben wir etwas. Aber dass hier auch niemand an der Bar ist. Kommt da mal jemand? Ich kann ja noch nicht mal Personal einstellen. Das heißt, es müsste ja eigentlich jemand hier sein. Mixerin! Ja.
Mal schauen. Das lief jetzt nicht so, wie ich erwartet habe. Aber okay. Haben wir denn hier alle so? Octavia, Jules. Ja, wir haben die ganzen jungen Erwachsenen mitgenommen. Level 4 der Tanzfähigkeit. Wow, Robin ist eine richtige Tanzmaschine. Okay. Ich will eigentlich alle zusammen was trinken lassen, wenn ich ehrlich bin. Aber hier geht niemand an die Bar. Steht immer nur jemand. Aber ich meine, die können doch da rein. Da können wir doch auch hinlaufen. Ich verstehe nicht, wo das Problem ist, da an die Bar zu gehen, ehrlich gesagt. Bin ich mir nicht ganz sicher. Alles ein bisschen enttäuschend. Wir können ihn auf jeden Fall mal nach den romantischen Aussichten fragen. Und dann quatschen wir halt einfach so mal ein bisschen mit den Sims, die hier sind. Aber dass wir hier nichts zu trinken haben, finde ich sehr schade. Ist Kiki jetzt eigentlich noch hier oder ist sie gegangen? Ich habe das Gefühl, ich wollte halt eigentlich mit Kiki heute flirten. Aber ich habe sehr das Gefühl, dass sie nicht wirklich ein Interesse dran hat. Wenn sie jetzt nicht mal mehr da ist, scheinbar. Was sind denn unsere romantischen Aussichten? Ja, die ist nicht mal mehr hier. Dann können wir mit ihr auch gar nicht versuchen. Oh, deine Aussichten in Sachen Liebe sind trostlos. Oh, yeah. Der Romantikguru sagt es halt auch nochmal. Es sieht nicht sehr gut aus hier. Ach ja, das ist sehr enttäuschend gerade. Ich meine, ja klar, wir haben uns gerade erst von jemandem getrennt, aber ich hatte halt eigentlich schon gehofft, dass noch irgendwas passieren würde. Wir können vielleicht mal Yayama einladen. Ansonsten können wir auch einfach hier so ein bisschen generell genießen. Naja, Selina ist hier. Hey! Dann können wir sie vielleicht mal umarmen? Oh, ihr geht's nicht gut scheinbar. Können wir sie dann... Ah ja, genau, hier am Anfang war es direkt. Umarmen wir sie mal. Gehen wir mal zu Selina. Ich meine, Ayame wäre auch cool, aber wenn Selina hier ist und wenn es ihr nicht gut geht, dann will ich auf jeden Fall sie mal versuchen aufzumuntern und so. Wisst ihr, was mir eingefallen ist, was ich auf jeden Fall ausstellen muss? Nachbarschaftsgeschichten. Alle. Generell. Das hier ist ein Spielstand, wo ich gar keine Nachbarschaftsgeschichten haben möchte. Weil ich das hier sehr geplant habe. Ich habe das Spiel noch nicht wieder geöffnet, seitdem wir die haben im Spiel. Deswegen fiel mir das jetzt auch erst ein. Ich hoffe, es ist noch nichts passiert, aber eigentlich passiert doch immer nachts was, oder? Weil es ist mir gerade eingefallen, nicht, dass irgendjemand von Selinas Familie gestorben ist und sie deswegen so schlecht drauf ist. Und mal auf jeden Fall die Emotionen beruhigen. Mal vielleicht über die traurige Stimmung reden. So, warum sie traurig ist. Wäre gut. Ja. Wegen Ableben trösten. Oh Gott, es ist tatsächlich jemand gestorben. Oh, es tut mir sehr leid, Celine. Selina? Es ist Single-Nacht. Ja, arbeitet denn mal jemand an der Bar? Nein, natürlich nicht. Sehr enttäuschend alles. Oh, aber wir haben ein Dingens erhalten. Freundschaft in verlustreichen Zeiten. Oh. Ja, wir sind immer gern für dich da. Ja, ein bisschen Liebestagsstimmung teilen. Können wir auch das mit dem Tee trinken wegmachen, wenn der Tee eh nicht hier ist.
Gut. Hatten wir jetzt nicht noch den einen Sim hierher eingeladen? Wollen wir die vielleicht mal suchen gerade? Wenn ich jetzt wüsste, wo sie ist, ne? Ayame. Fokussieren. Ach, guck mal, hier ist sie. Oh, sie sieht super süß aus. Ja, lassen wir mal mit ihr reden. Kennenlernen. So, Dankeschön. Nach der Karriere fragen. Ich weiß gar nicht, ob sie irgendwie studiert oder. Nee. Sonst hätte ich sie nach ihrem Studiengang fragen können. Was wissen wir eigentlich schon von ihr? Okay, wir wissen, dass sie Videospiele mag und sie ist eine Bekannte. Auch wenn sie, warte mal, wenn sie Videospiele mag, können wir sie vielleicht in unsere Gruppe einladen. Wir gucken gleich mal. Wir reden ja gleich mal mit ihr. Wo bist du? Ach Gott, du mal mit deinem Fahrrad, Robin. Okay. Könnte ich vielleicht mal mit Ayame reden, bitte? Kennenlernen. Kann mal Blütenblätter werfen. Liebestagsstimmung teilen. Ayame liebt die Natur. Oh, können wir dann auch vielleicht mal von der Natur schwärmen? Das sollte sie doch mögen. Und dann fragen wir sie mal, ob sie Single ist. So ganz casual. Ein Kompliment machen. Ihr seid so eine riesige Ansammlung von Leuten. Wollen wir vielleicht woanders hingehen? Wollen wir vielleicht lieber irgendwie... was wäre denn noch ein schöner Ort? Vielleicht hier. Vielleicht wollen wir hier zusammen hingehen. Hier plaudern gleich mal. Das wäre doch nett. Ich mag das irgendwie nicht, neben den ganzen anderen Leuten zu stehen, wenn man so viel Platz hat. Und? Ist sie Single? Sie ist Single. Okay. Das ist doch schon mal gut zu wissen. Ja, dann würde ich gerne heute mit ihr ein bisschen flirten, wenn ich ehrlich bin. Hallo, Ayame, du solltest mit herkommen. So, ja. Wie sie es einfach nicht gecheckt hat. Aber ist okay. Oh, da ist eine Katze und sie trägt was. Matteo, oh mein Gott, wie süß. Können wir über die Auswirkungen unserer Sakura-Tee tratschen, den wir halt überhaupt nicht kennenlernen durften, weil, hat alles nicht funktioniert. Okay. Dann vielleicht noch über die neuesten Spiele reden. Was hatten wir hier über Interessen reden? Können wir sie vielleicht noch nach ihren Hobbys fragen und so? Und welche anregende Festival-Atmosphäre ansprechen und ein bisschen flirten. Ja. Ja, das möchte ich gerne sehen. No. Bisschen enttäuschend mit den Mixern. Naja. Aber ich muss auch dazu sagen, ich habe wahrscheinlich noch ein paar nicht aktuelle Mods in meinem Spiel. Deswegen, das kann durchaus auch daran liegen einfach. Anspruch machen. Können sie einfach direkt unter einem Mistelzweig kissen? Können wir mal ein bisschen flirten noch? Ja. Das finde ich doch eigentlich ganz gut. Okay. Was? Nein! Geh nicht! Oh, sie möchte was malen. Das ist süß. Aber ich wollte halt eigentlich... die Nummern austauschen? Ich meine... Ja gut, wir haben sie eigentlich hierher eingeladen, aber egal. Wir tun einfach mal so, als hätten wir sie hier zufällig getroffen. Und machen nochmal ein Kompliment über ihr Aussehen. Können mal ein bisschen flirten. Einmal Spruch. Ich wollte eigentlich schon noch ein bisschen mit dir flirten, Ayame. Nicht schon.
So, wir müssen mein Outfit nochmal machen. Ah, Zombo. Und vielleicht nochmal eine tiefgründige Unterhaltung. Ich meine, wir kennen sie echt schon ziemlich gut. Wir sind schon richtig gut mit ihr befreundet. Das passt eigentlich ganz gut. Dass wir auch so ein bisschen ein tiefergehendes Gespräch führen würden. Oh, und wir könnten direkt einen ersten Kuss probieren. Mach aber einen mutigen Anmachspruch vielleicht. Warum geht sie denn immer? Ach komm schon, Ayama. Kann meine Rose anbieten. Halt so dringend ist das auch nicht, dass du da unbedingt was malen musst. Kannst auch zu Hause malen. Mit Robin flirten kannst du nicht jeden Tag. Ich will ja nichts sagen, aber. Ne? So, Prioritäten und so, ja. Prioritäten. Ein bisschen flirten. Aber ich glaube, für den ersten Kuss wäre es zu früh. Vielleicht können wir noch mal einen mutigen Anmachspruch machen, genau. Okay. Aber dann würde ich sagen, vielleicht können wir noch mal knuddeln. Und dann passt mir das für heute. Dann ist mir das genug Geflirte. Genug Liebestag, den wir heute genossen haben. Oh, hier werden... Oh, Lilith! Okay. Du hast einen Tonklumpen gefunden. Ist das deine Definition von Liebestag, Lilith? Das ist auch okay. Das ist auch okay. Oh. Oh, das ist süß. Okay. Wollen wir vielleicht mal Lilith Hi sagen? Vielleicht mal schauen, wie es ihr so geht. Hi, Lilith. Na, alles gut bei dir? Sie ist angespannt. Ja, man merkt es gar nicht. Man merkt es gar nicht. Alles okay? Magst du drüber reden? Drüber reden wäre für mich ja tatsächlich über die gestresste Stimmung reden. Und dann können wir vielleicht mehr ihre Emotionen beruhigen. Weil ich finde, das Wichtigste ist erstmal so zu fragen, so, hey, warum geht es dir so, wie es dir geht? Und nach ihrem Abschluss fragen. Warte mal, du kommst mir doch auch bekannt vor, Anissa. Ah, Anissa. Sie hat hier in ihrem, mit ihrem schicken Abendkleid angelatscht. Krass. Oh, guck mal, jetzt geht's ihr so viel besser. Ach, das ist doch schön. Dann können wir sie noch nach der Karriere fragen. Und dann sollten wir auch mal auf Toilette gehen. Machen wir den hier mit der Toilette. Lilith studiert Gaunerei. Ja, wie unerwartet. Okay. Und vielleicht können wir danach noch mal ein bisschen bowlen gehen. Was zu essen kriegen wir hier ja nicht, weil hier irgendwie die Leute nicht sind. Oh, es kann sein, dass es die ein oder andere Mod ist, die das hier bei mir kaputt gemacht hat. Aber es ist okay. So, wen könnten wir denn zu einem Bowling-Spiel einladen? Warum kannst du da jetzt nicht auf Toilette gehen? Hallo? Toilette benutzen, bitte? Gehst du mal? Nein? Okay. Kannst du hier auf Toilette gehen? Das fände ich ganz nett. Okay. Kannst du hier hingehen? Ja. Kannst du hier hingehen? Kannst du hier auf Toilette gehen? Hier? WTF? Als ob man die Toilette nicht benutzen kann. Ich weiß gerade echt nicht, was dein Problem ist. Ich weiß wirklich nicht, was, als ob man diese Toiletten damit nicht benutzen könnte. Was soll einen daran hindern, die zu benutzen? Das verstehe ich echt nicht. Verstehe ich echt null. Bin ich ganz ehrlich. Habe ich keine Ahnung, warum jetzt gerade diese Toiletten nicht nutzbar sein sollten. Das ist ja albern. Das ist ja wirklich albern, Robin. Weiß ich ja nicht. Weiß ich ja wirklich nicht. Probier's nochmal. Als ob das nicht genug Platz wäre. Was? Oh, ich krieg die Krise. Was soll denn das? Hast du jetzt genug Platz? Wenn du jetzt immer noch nicht genug Platz hast, ne?
Ist das dein fucking Ernst? Ich werde in diesem Raum alles löschen. Außer dieses Klo. Ist es das Licht? Hast du ein Problem mit dem Licht? Wahrscheinlich war es das Licht oder so ein Müll wieder mal. Ich verstehe es gerade nicht. So, du warst auf Klo. Kann ich nicht? Nein? Okay. Mir egal. Kann ich jetzt mit jemandem bowlen gehen? Das ist auch ein nett aussehendes Sim. Ich möchte dem Sim einmal Hallo sagen. Der Sim hier auch. Hi. Hallo Ragini. Hallo Mizumi. Ich möchte euch alle kennenlernen. Alle. Oh mein Gott, wir sind sofort gute Freunde geworden. Alles klar. Alles klar. Können wir denn mit euch bowlen vielleicht? Das wäre ganz cool eigentlich. Zum Bowling einladen. Wir können scheinbar nur Ragini einladen. Ja, dann laden wir Ragini ein zum Bowling. Oder willst du schon nach Hause gehen? Es ist aber eigentlich auch 2 Uhr morgens. Wir sollten eigentlich auch echt nach Hause gehen. Aber so ein bisschen Bowling wollte ich eigentlich schon auch machen. Okay. Wir können scheinbar gar nichts auf diesem Grundstück machen, wie es aussieht. Scheinbar ist irgendwie alles buggy. Ich weiß doch auch nicht. Ich werde jetzt nach diesem Video... Es ist sehr enttäuschend. Aber wir haben Sims kennengelernt, wir haben mit jemandem geflirtet. Immerhin etwas. Aber ich werde mal nach diesem... Nach dieser Folge, die ich jetzt auch gleich beenden werde, weil das bringt ja alles jetzt nicht mehr. Ich werde Robin mal nach Hause schicken, dann schlafen wir halt. Werde ich jetzt mal meine ganzen kaputten Mods ausräumen. Weil irgendwas scheint hier nicht mehr wirklich zu funktionieren. Oh, das tut mir sehr leid. Aber ich finde, wir hatten trotzdem eine schöne Folge. Wir hatten trotzdem viel Spaß. Wir haben Sims getroffen. Wir haben jemanden zum Flirten gefunden. Das lief doch alles ganz gut. Aber was meine sonstigen Pläne anging, das war irgendwie nicht so machbar. Naja. Ich weiß nicht, mein sonstiges Gameplay hat immer so gut funktioniert. Also ich spiele auch auf Twitch ziemlich viel Sims. Und halt sonst auch alles, ne? Auch mit dem Moon & Mill Let's Play, da gab es auch keine Probleme. Aber halt kaum reise ich hier zu Robin, geht alles schief, nichts funktioniert. Ach Mann. Warum bist du denn jetzt mitgekommen, Selina? Weiß ich jetzt auch nicht. Naja, schick mir Robin mal ins Bett. Und, Ach, wolltest du mit nach Hause kommen, um von uns aufgemuttert zu werden? Oh, es tut mir sehr leid, Selina, aber wir müssen halt morgen echt noch ein bisschen produktiv sein. Ja, komm, okay. Gehst du jetzt? Willst du jetzt nach Hause gehen? Wir könnten sie auch fragen, ob sie hier übernachten möchte. Können wir das? Wir können sie nochmal versuchen aufzumuntern, auf jeden Fall. Oh, wir können ihr mal einen Schlüssel geben, dass sie immer hierher kommen kann, wenn sie möchte. Wenn irgendwas ist. Ja, das wäre vielleicht meine Idee. Wir haben aber auch nicht das mit Übernachtbleiben. Weiß ich auch gar nicht. Könnte ich sie einladen? Eigentlich nicht, glaube ich. Abend sie mal noch. Und dann gehen wir aber schlafen. Also halt, ne, wenn du möchtest, kannst du echt hier bleiben, Selina. Wir haben hier Sofas, auf denen du schlafen könntest. Ich glaube, sie geht jetzt trotzdem nach Hause. Naja, gut. Dann gucken wir mal, dass wir nächste Folge ein bisschen produktiv werden.
den wir heute den ganzen Tag, den Liebestag gefeiert haben. Aber es war doch ein sehr, sehr schöner Liebestag. Ja, und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen restlichen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao.